Warum kannst du ihn nicht finden? Von deinem Volk sollte es im Türwald ja nicht so viele geben. Hagrim steht vor dir? Auch ein Zwerg? Naja, gut, aus dem Norden, aber trotzdem. Der sieht auch ein bisschen so aus. Der kommt ja aus dem ewigen Weiß, oder wie das hieß. Wie lange suchst du schon nach Persok? Ihre bemalte Stirn senkte sich und ihr kompakter, muskulöser Körper sagt für einen Moment, kurzen Augenblick zusammen. 5 Jahre. Warum kannst du ihn nicht finden? Von deinem Volk sollte es im Dürrwald ja nicht so viele geben. Er starb, als ich noch ein junges Mädchen war. Den Teil habe ich nicht erwähnt, oder? Ich suche nach seiner letzten Reinkarnation, was so ziemlich jeder sein könnte. Hagrim. Also hast du 5 Jahre nach einem Fremden gesucht, an den du dich kaum erinnern kannst? Wie sollte ihn jetzt noch jemand finden? Sie nickt langsam und nachdenklich, nickt ihr langsam und nachdenklich zu. Das fasst es grob zusammen. Dann muss es eine wichtige Aufgabe sein, wie der Paladin. Ich weiß tatsächlich, wie du dich fühlst. Warum musst du diesen Persok denn finden? Sie lächelt schief. Das ist eher eine Lagerfeuergeschichte. Ich bin doch nicht bereit, mich dafür zu begeistern. Ich weiß tatsächlich, wie du dich Then you have fühlst. my sympathies. Hopefully you've got a better lead than I do. Sie hebt eine Augenbraue. Dann hast du mein Beileid. Hoffentlich hast du eine bessere Spur als ich. Sie schaut das andere Figürchen im Schmutz an. Wie passt dieses Figürchen da hinein? Sie wischt das Figürchen an ihre Hose ab und hält es in ihrer kleinen, flachen Handfläche. Das Figürchen ist glatt und rund und hat die Form eines Bären. Das polierte Adra ist durch Abnutzung entlang seines gewölbten Rückens und mit seines eiförmigen Gesäßes matt geworden. Das Innere des Figürchens leuchtet sanft. Cute, isn't it? It belonged to Persok. Before he returned to the wheel, he left a splinter of his soul in it. Something to help us find him later. Yay, wir dürfen wieder Wächter spielen. Hübsch, nicht wahr? Es gehörte Persok. Bevor er in das Rad zurückkehrte, ließ er einen Splitter seine Seele darin zurück, um uns zu helfen, ihn später zu finden. Als sie es dir hinhört, spürst du schwache Empfindung. Keine echte Erinnerung, aber Spuren von jemandem. When I left Nausithaq, it was completely dark inside. But as I've gotten closer to Persok, it's glowed steadily brighter. Since I've reached the Deerwood, however, it's gotten hard to read. Some days it flickers and goes dark. Others it shines nice and bright. For a few hours. But most of the time it looks just like this. Als ich Nausithaq verließ, war sie innen völlig dunkel. Aber je näher ich Persok kam, desto heller leuchtete sie. Seit ich die Dürrwald erreicht habe, ist sie nur noch schwer zu lesen. An manchen Tagen flackert sie nur und wird dann dunkel. An anderen leuchtet sie schön hell, für ein paar Stunden. Meistens sieht sie aber jetzt so aus wie jetzt. Ich könnte sie mir mal ansehen. I've heard that one before. The whole reason I'm standing here is because some so-called watcher from Forked Vale told me he could take a look. For a few golden dukes, of course. Sie äugt dich misstrauisch an. Sowas höre ich nicht zum ersten Mal. Ich stehe hier nur, weil mir ein sogenannter Wächter aus Gabelteil erzählt hat, ich sollte mich hier mal umsehen. Für ein paar Golddukes natürlich. I was on my way out of the Balmarsh when I heard talk of a traveling mystic who could supposedly see souls. I knew it was a long shot, but what did I have to lose? I went to see this fellow and gave him the Audra figurine. He made a big show of moaning and rolling his eyes, and after I'd given him 5 golden dukes to lift the shroud, he told me to seek the crossroads in the field between the Wolf's Lair and the Twining Trees. Und ich war schon auf dem Weg aus dem Belsumpf heraus, als ich die Leute über den einen fahrenden Mystiker reden hörte, der angeblich Seelen lesen kann. Sie zuckt mit den Achseln. Ich wusste, dass es unwahrscheinlich war, aber was hatte ich schon zu verlieren? Also suchte ich diesen Kerl auf und gab ihm das Adra-Figürchen. Er zog eine große Schau ab, stöhnte und rollte mit den Augen. Und nachdem ich ihm 5 Goldtuks zum Lüften des Schleiers gegeben hatte, sagte er mir, ich sollte mich zur Kreuzung im Feld zwischen der Wolfsschanze und den sich windenden Bäumen begeben. Was ist die Wolfsschanze? Also da steht Wolfshöhle, mal wieder ein Übersetzungsfehler. Trutzbucht. Die Einheimischen nennen den aktuellen Duck Wolfsgrinsen. Klingt danach, als ob man mit ihm gut ein Trinken gehen könnte. Sind sich windende Bäume ein wirklicher Ort? Er meinte Zwillingsulmen. Ich bin noch nicht da gewesen, aber ich habe gehört, dass es dort einige besonders einprägsame Bäume gibt. Die haben wir ja auch auf der Karte. Und weiter? He thought he was being vague,
But I know the area well enough to recognize that he meant this place. Right between Defiance Bay and Twin Elms. I had a bad taste in my mouth, but my coin was spent and I'd already left an arrow in his knapsack as a friendly warning. Told him I'd come back and leave him with another if it turned out he was giving me the runaround. I've been here a week now. Guess he had the last laugh after all. Er dachte, er würde sich unklar ausdrücken, aber ich kenne die Gegend gut genug, um zu erkennen, dass er diesen Ort hier meinte, mitten zwischen Trutzbucht und Zwillingsholm. Ich hatte einen üblen Geschmack gebunt, aber mein Geld war ausgegeben und ich hatte ihm als gut gemeinte Warnung schon einen Pfeil in seinen Rucksack geschossen. Ich sagte, dass ich zurückkehre und ihm noch einen verpassen würde, sollte er mich an der Nase herumführen. Jetzt bin ich schon seit einer Woche hier. Wahrscheinlich lacht er wohl doch zuletzt. Könnte ich das Figürchen mal sehen? Mit zusammengekniffenen Augen schaut sie den Adra-Bär und dann wieder dich an. Ich bin ein echter Wächter. Ich möchte es mir nur genauer ansehen. Fine. But if you try to run, just remember that my arrows are faster. Gut, solltest du aber weglaufen wollen, so erinnere dich, dass meine Pfeile schneller sind als du. Sie gibt dir das Figürchen, wobei ihre sprühenden Fingerknochen deine Hand streifen. Sie beobachtet skeptisch, aber neugierig, wie du es untersuchst. Du hebst den Adra-Bären hoch und hältst ihn gegen das Licht. Als seine Augen einen winzigen, schimmernden Kratzer entdecken, beginnt die Landschaft um dich herum hinwegzuschmelzen. Du stehst auf einer Klippe über dem Meer und siehst durch Augen, die nicht deine eigenen sind. Du nimmst den Geruch von Biestern, den frischen Geruch zerfallener Vegetation auf. Dein Herz schlägt ein bisschen schneller als sonst. Hier oben musst du aufpassen, wohin du gehst. Du blickst gerade lang genug hinunter, um mit scharfen, blassen Klippen hunderter Meter weiter unten ins Meer tauchen zu sehen. Hagrim als Jäger kann natürlich an der Brise schnuppern. Du atmest tief ein und schmeckst das Salz in der Luft. Wo auch immer du stehst, wo auch immer Persok steht, es muss in der Nähe des Meeres sein, nicht an einem See. Ich habe eine Vision von Klippen hoch über dem Meer. Kommt dir das bekannt vor? Auf deine Frage erntest du nur Achselzucken und Schweigen. Figürchen zurückgeben, ich habe es. Er steht auf einer Klippe. What are you talking about? What just happened? Sie schaut den Adra-Bär selbst an und dreht ihn ein paar Mal in ihren Händen. Wovon sprichst du? Sie schaut dich wieder an. Was ist gerade passiert? Ich bin ein echter Wächter. Sie blinzelt dich ein paar Mal nachdenklich an. Wenn du gesehen hättest, wie er tote Dinge anstarrte, wüsstest du, dass er es ernst meint. Ja, ich habe nur meckern müssen und schon passiert sowas. You realize I've got no coin to give you, even if I did believe you. Dir ist schon klar, dass ich dir kein Geld geben kann, selbst wenn ich dir glauben würde. Komm mit mir, ich habe noch ein paar Dinge in der Gegend zu erledigen und wir könnten unterwegs nach Persok suchen. If this is your idea of a joke, you may be stuck with me for a while. Lead the way. Sagali schaut dich mit vor der Brust verschränkten Armen an. Wenn das deine Vorstellung eines Scherzes ist, dann wirst du mich ein ganzes Weiche am Hals haben. Sie steckt das Figürchen in ihren Beutel, worauf ihr Fuchs aufsteht und sein bleiches Fell schüttelt. Geh voraus. So, wir haben... Hier läuft jemand rum, höre ich gerade. Okay, wir haben einen Fuchs, der etwas schwächer ist als Fenris, aber cool aussieht. Wenn auch sein Schwanz, glaube ich, ein bisschen glitscht oder absichtlich so aussieht, aber ich glaube, Fenris Seite sieht genauso aus. So gesehen sehen sich die beiden schon ziemlich ähnlich, nur halt andere Farbe. Gut. Du kannst mal hier hin. Ja, du hast die Standard beiden Fähigkeiten. Da müssen wir mal kurz die Formation wieder anpassen. Die wurde nämlich total über den Haufen geworfen. So, Kanna kommt hier hin. So. Oder machen wir es so? So sieht gut aus. Got it. Mhm.
Ja, jetzt sind wir eine ziemlich lustige Truppe. Gucken wir mal kurz nach ihrer Ausrüstung noch. Sie hat einen guten Jagdbogen, einen guten Dolch und ein gutes Kriegsbeil. Und trägt eine gute Rohhautrüstung. Okay. Wir können ihr leider nichts Besseres geben zurzeit. Wir hätten ja auch noch einen guten Jagdbogen. Das wurde übrigens immer noch nicht gefixt, die Lokalisierung richtig. Was ich etwas ärgerlich finde. Aber ja, gucken wir mal kurz nach ihren Fähigkeiten. Fähigkeiten, tierischer Gefährte, Kampfbonus. Welches Level hast du bitte? Stufe 5 Waldläufer. Okay. Das heißt, ich könnte ihr theoretisch auch einen Jagdbogen geben. Tierischer Gefährte, Kampfbonus. Jo. Ach nee, Waffenschwerpunkt Bauer hat sie. Okay, das ist dann... Genau. Jagdbogen. Aber das ist okay. Treuer Gefährte. Ist auch okay soweit. Got it. Dann gehen wir noch mal kurz die Straße hier fertig weiter ab. Bevor wir uns dann in dem Gebiet ganz umsehen. Also ich denke mal, ich werde mich dann erst da im Norden umsehen. Wo lang geht's da? Sturmwallschlucht. Nein, ich denke, die möchte ich noch nicht. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Oh, was bist du, ein Waldlauerer? Das ist nicht so gut. Achso, das ist der Gesang von Kanna. So, setzen wir mal ein Beutezeichen auf den. Du versuchst ihn mal umzuhauen. Du stoppst ihn auf jeden Fall mal. So. Du schießt mit dem. Du schießt mit dem. Du gibst noch einen davon hinterher. Du bist okay. Du bist dem Tode nah. Sehr gut. Und das ohne dass Fenris fällt. Sehr schön. Yay, lebender Baum. Right. Es muss aber nicht bedeuten, dass das der einzige Waldlaurer hier war. Genau, da ist nämlich Nummer Dos. So. Genau dasselbe Spiel noch einmal. Kann ich dich stoppen? Ich hoffe mal, dass ich dich stoppen konnte. Oder gerade stoppe. So, dann mach du mal den Pfeil. Und du ebenso. Gut. Du bebomb ihn nochmal. Du kannst etwas vorgehen und Heilung sprechen. Und da ist auch schon tot. Ich finde es gut, dass solche Kämpfe einfach klappen, ohne dass ich bestimmte Sachen verbrauchen muss. Also Zauber und... Ja, Zauber einfach. Und bestimmte Fähigkeiten wie Gauns Schwur, die nur pro Ruhephase gehen. Dass ich das mit den Hausmitteln hier mache, die pro Kampf gehen können. Jo. Leider ist es jetzt mal wieder an der Zeit für einen Cut. Also speichere ich mal. So, Spiel speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.